Begrüße euch total recht herzlich bei Ultra HD Web TV, dem Sondersender Nordrhein-Westfalen. Bin gerade online, schaue mir Facebook an und lese mir alles durch. Als Videojournalist mache ich das ja täglich, beruflich und muss natürlich aufpassen, ob ich das nun veröffentliche oder nicht veröffentliche. Und als neue Idee ist ja hier die Sache geboren mit Kylo Ren. Ja, demnächst wird ja Kylo Ren erscheinen. Nicht als Figur. Also Kylo Ren wird bei den Satire Wars Rebellen die Hauptfigur spielen. Wir warten natürlich auf die Originalsachen, die uns zur Verfügung gestellt werden, für gutes Geld, leider, deswegen müssen wir auch warten, weil kostet ja eine Menge, also eine Sendung. Da kommen wir zum Kern, warum ich diesen Videoclip jetzt hier mache. Der Herr Jan Böhmermann, der braucht natürlich keine Unterstützung, weder von Herrn Hallervorden, Kalkofe, von mir schon mal überhaupt nicht. Ich bin weder ein Fan, ich werde auch nie ein Fan sein, sondern ich bin beruflich involviert, nicht nur als Videojournalist und nicht nur schon seit 1966 und seit 1976 und seit 1996 online. Nee, also beruflich involviert bedeutet, man hat einen Teil mit daran gearbeitet, man steht nicht im Rampenlicht und dann fangen wir mal an. Diesen Videoclip mache ich jetzt hier in diesen Räumen und ich unterbinde ja in dem Moment, wo ein Kunde eintritt oder ein Künstler eintritt. Heute Morgen Helge, 60 Jahre, ist on Tour. Der Mann ist so spaßig, so lustig, weil der hat Herzblut. Er macht das von sich aus. Er macht Blödsinn, weil er Lust hat. Macht die Kamera an und dann macht er lustige Sachen. Das ist Helge Schneider. Und deswegen bewundere ich ihn, dass ich das nicht zeigen darf, ist klar. Das darf ich nur dann, wenn er wirklich Interesse hätte, dass ich das jetzt hier veröffentlichen durfte, was heute Morgen hier um 9:30 so war. Die sind on Tour, Helge ist on Tour und deswegen kommt das schon mal, weil hier um die Ecke wohnt er nochmal und die anderen auch, dann kommt das schon mal vor. So, das ist die Wahl, und ist das die Wahl und das ist okay, viele kennen mich ja als ABA Movie, freie Presse, ich helfe ja auch recht herzlich gerne. Dönermann, Jagd Böhmermann, ist ja auch eine tolle Geschichte, aber wie gesagt, es sind ja alles Menschen, die angestellt sind. Herzblut kann ich da nicht feststellen. Heinz Erhardt, das war Herzblut. Also alle, die um mich herum sind, die alten Schauspieler. Der Tatort der 70er Jahre mit Hans-Jörg Felmy, Gisela Schlüter mit ihrer Sendung da. Also war eine schöne Zeit als junger Mensch. Und seit 1996 online hat man natürlich eine Menge versucht. Im Jahre 2016 haben die Medien übernommen. Facebook ist nur noch, ich brauche keinem was erklären, wer in der Welt des Facebooks unterwegs ist, weiß genau, wovon ich spreche. Ich weiß schon gar nicht, wie man sprechen soll, weil ihr wisst ja eh alles besser. Wir über 50, auch Helge über 60, wir machen das für uns. Wir haben Spaß daran. Wir haben richtig Spaß daran. Wir werden noch auf der Bühne oder vor der Kamera oder auch hier in unseren Unternehmungen mit 85 sein und Spaß haben. Da kommen wir auch direkt zum nächsten. Hallervorden. Hallervorden hat natürlich mal, okay, ist okay, das ist lustig. Ob er das lustig findet, ist seine Sache. Ich fand es jetzt nicht lustig, was er da gemacht hat. Was ich sehr, sehr lustig fand, war natürlich Otto. Also das ist natürlich schon 6 Jahre alt. Vor 6 Jahren hat der Otto das gemacht, dieses Lied da, du Drecksack, wir lieben dich. Drecksack, Eierkopf, war eine tolle Geschichte. Und auch ich werde weiterhin meinen Spaß machen, ob ich nun gemocht werde oder nicht, ist dahingestellt. Ich mache es aus Herzblut, ich mache es aus Spaß. Ist ja alles da. Die Studien sind da, die Firmen sind da. Hin und wieder sind auch mal Schauspieler da, Musiker, Künstler aus allen Sparten. Nur wir leben ja in einer sogenannten High-Fish-Gesellschaft. Deswegen hatte ich mir auch diese Figur ausgedacht. Ich nehme Kylo Ren im Original, bestelle alles im Original und werde auch immer vor dieser Sendung dann mich einkleiden und das dann auf den Weg bringen, auch die Stimme diesbezüglich natürlich anpassen. Und der Kylo Ren gehört ja nun mal den Imperialisten
Und trotzdem versuche ich den Kylo Ren, weil er ja doppelt zündig ist. Er ist ja einmal Ben Solo. Und dann ist er Kylo Ren aus dem Ren-Clan, weil Darth, die alten Darth gibt es nicht mehr. Zwischendurch kommen sie nochmal durch Darth Vader. Aber man muss ja auch das Dorf im. Ja, man muss ja den Portemonnaie ja nicht unbedingt plündern, weil der Darth Vader-Kostüm kostet ja ein bisschen Heidengeld. Er kostet hier auch ein Heidengeld, aber ist in Ordnung. Also die Original-Kluft kommt aus Japan. Ist klar, weil es ein bisschen günstiger einzukaufen ist. Da muss ich noch warten. Ich habe gestern noch Kauderwelsch-Englisch mit Kauderwelsch-Chinesisch. Da macht ja richtig Spaß, in Japan oder China einzukaufen. Gefragt, wann die Ware käme, weil die ja unterwegs ist. Also ich muss noch 10 Tage warten, dann kann ich als Kylo Ren loslegen. Also ab Mai, also an dem Tag, wo auch die DVD und Blu-ray rauskommt, dieses Erwachen der Macht, werde ich als Kylo Ren die Sache hier machen. Jeder ist natürlich eingeladen, wer Lust und Laune hat, kann mitmachen. Ich spreche jetzt hier die Fakultät Kunst an, also die, die mich kennen und die ich gut kenne und wer da Interesse und Lust und Laune, die mich auch hier und wieder besuchen und auch ihre Sachen hier machen. Gestern war wieder für Filmpool eine Sache gemacht, also mussten Sachen gemacht werden. Ich muss immer aufpassen, was ich sage, weil das darf ich nicht veröffentlichen. Genauso, wie gesagt, Mahlzeit, ich komme. Hallo! Grüße! Hi! Ach, wie gesagt, Grüße! Ich mache aus, wenn ein Künstler reinkommt. Jetzt war wieder Kunst, aber wie gesagt, nur dann sage ich, wer hier reingekommen ist, wenn derjenige mir das freigibt. Aber wir und ich selbst sind nun mal freie Künstler, freie Journalisten. Und gerade habe ich gesehen, dass mal wieder in der Türkei einen freien Journalisten angegangen ist. Also es scheint wohl eine Warnung zu geben, weiträumig Türkei zu meiden. Diese Warnung wurde heute ausgesprochen im Jahre 2016. So, wir oder ich denke mir natürlich die Geschichte aus mit Satire Wars. Ne? Satire Wars. Das wird kommen. Satire Wars werde anfangen mit Kylo Ren in dieser sogenannten Satire Wars zu arbeiten. Original, nicht mit Figuren. Die Figur ist jetzt nur Synonym für die kommende Sendung. Es wird eine richtige Sendung kommen. Das habt ihr ja gesehen. Das wurde ja schon gemacht. Bei Ultra die Web TV wird unten eingeblendet. Kann man sich ja alles anschauen. Auf der einen Seite könnt ihr rein, euch gucken. Echte Star Wars für die Star Wars Fans. Dann ist natürlich keine Satire, das ist dann richtig normal. Dann die Satire, Star Wars, Satire, nicht über Star Wars, sondern genau hingucken, Luke Skywalker etc. ist dann der Böhmermann, der vom Dönermann und von Jabba the Hutt, Frau Merkel, ne? Der Dönermann, den Böhmermann an den Spieß grillt, ne? Zum Genuss von Frau Merkel, die das genießt. Dass er da am Spieß sich dreht, zum Beispiel. Ich werde mir natürlich lustige Sachen ausdenken. So, lustige Sachen. Wir dürfen die sogenannte Freiheit, die wir bekommen haben, nicht aufgeben. Aber mir ist eins aufgefallen, Satire kann und Schmähschriften sind schon sehr alt, das haben wir nicht erfunden. Wir mögen es, wir mögen mit Worten zu arbeiten, wir mögen es mit Worten zu jonglieren. Mir persönlich fällt auf, man sollte aber Menschen nicht angreifen. Also man sollte, wenn man ein Pamphlet schreibt, sollte man vorher darüber nachdenken, wie man jemanden bezeichnet. Man übertreibt ja ein bisschen zu viel des Guten, das hat schon gar nichts mehr mit Satire zu tun, mit Schmähschriften auch nicht, das ist eher ein Pamphlet, das Ganze. Weil Meinungsfreiheit schön und gut. Aber keiner gibt eine Meinung überall. Man sagt ja, gib mal nicht deinen Senf dazu. So sagte man das uns Jugendlichen im Jahre 1966. Oder du bist der Tänzer in der Fischbratküche. Dann wurde man natürlich ein bisschen gehänselt, wenn man so einen Blödsinn vor laufender Kamera gemacht hat. Ja? Wie im 18. Jahrhundert der erste Film kam, das war auch eine Bahn, ein Zug, heute VR. Demnächst auch. Auch hier in den Räumlichkeiten wird hier VR gemacht mit der Firma Sony. Die PlayStation kriegt ja jetzt den VR-Room. Wir haben jetzt unseren VR-Room, wir haben unseren Green Room.
Also wir machen jetzt eine ganz große Sache. Wir haben ganz viel Spaß. Mahlzeit, hallo, Grüße. Satire Wars. Es macht natürlich Spaß, dass er hier, der Böhmermann, mit dem Dönermann im Kriege ist. Passt. Die Macht ist erwacht. 2015 mit Ibchen hier. Das passt. Da kann man eine wunderbare Geschichte draus machen. Und so funktionieren nämlich auch Sendungen. Man sitzt in einem Gremium, in einem Team und denkt drüber nach, wie macht man eine Sendung. So, und deswegen könnte also gar nicht rein rechtlich der Herr Böhmermann beklagt werden. Weil man muss ja immer das Ganze sehen. Ja, man darf jetzt nicht dieses Schild hier sehen. Ich spreche ja jetzt hier nicht über dieses Schild, was ich mir gebaut habe, selber hergestellt habe. Sondern um das Ganze. Das Ganze jetzt hier ist eine sogenannte Vorstellung. Vorstellung. Spaß. Man zeigt, was man drauf hat. Man macht eine Sendung und wem die Sendung gefällt, schaut zu oder macht mit. Es gibt immer nur zwei Sachen. Zuschauen oder mitmachen. Ihr merkt schon, dass ich ein bisschen ruhiger bin. In mir tobt der Kasper. Ich möchte am liebsten Spaß machen. Aber Facebook verhindert das. Also wenn ich jetzt hier so rauf und runter gehe, auf Neuigkeiten gehe und mir dazu so anstehe, dass ein Journalist wieder festgehalten wurde, oder ich sehe oben ohne und nichts, oder ich sehe, ihr wisst schon, was man sieht, und dann immer. Mit der Übernahme der Medien, mit dieser gewaltigen Übernahme der Medien, 1995 haben wir das vorgestellt, haben die Medien gelacht, ja, Web 2.0, Web.de, WebTV, die haben uns ausgelacht, die wussten gar nicht, was los war. 1995, aus Spaß, online sich beworben. Ihr dürft einfach mal fragen, wessen Echo wir erhalten. Kann ich machen, ich habe so ein Buch. Was da für Echo, was ist das denn? Und so weiter. Ja, und heute, 2016, Bewerbung online. CeBIT 2016 VR. Okay, heute. So, deswegen. Wie kann man heute lustig sein? Wie kann man euch begeistern? Das sind so Sachen, die man in so einem Brainstorming da macht. Wie kann man begeistern? Wie kann man eine Geschichte erfinden? Weil das hier ist Walt Disney. Walt Disney könnte was dagegen haben, dass Kylo Ren was macht. Aber ich bin ja Kylo Ren. Ich kann mir auch eine andere Figur aus der Honey da ein oder so. Dann fängt aber, der Ding ist an. Oder ich könnte Kalkofe 2 machen, aber ich bin nicht so dick. Ja, zum Beispiel. Deswegen mache ich Satire Wars. Krieg der Satire. Krieg der Wörter, Krieg der Sprache. Ich reg jeden auf. Ihr braucht einfach nur verkehrt bei Facebook schreiben, ein paar Sekunden warten, schon geht's los. Ja, dann wird die Grammatik angegriffen, die Rechtschreibung angegriffen und was weiß ich nicht alles. Ja? Und das ist eben so. Wir leben in einem Haifisch-Universum. Ihr fresst alles. Ihr kackt es aus und die Kacke fresst ihr auch. So funktioniert's. Und das macht doch keinen Spaß. Ja, diese ganze politische Sache, die bei Facebook abläuft, alles so. Ist mein Beruf. Beruf und Hobby. Hobby und Beruf ist ein und dasselbe. Und deswegen mache ich es. Und ich entscheide, wie ich mein Videoclip mache, ich entscheide, warum ich mein Videoclip mache, ich entscheide, sonst niemand. So, und wenn ständig ich kritisiert werde, warum, wieso, weshalb, dann ist das eure Kritik, aber mehr nicht. Ja, ich kritisiere euch ja auch nicht. Ja, ich mag alles, was ihr macht. Ihr seid ja die YouTuber, ihr seid ja die Y-Gesellschaft zwischen 15 und 45. Ich bin raus. Ja, ich bin an sich wie alle anderen auch. An sich müsste ich auch wie Stefan Raab zu Hause bleiben. Ne? So. Aber das sind alles Angestellte. Es sind alles Angestellte, auch wenn sie selbstständig sind. Selbstständigkeit heißt ja immer noch Selbstverantwortung. So, wenn man selbstverantwortet ist, dann macht man auch selbstverantwortlich eine Sendung, so wie Herr Jan Böhmermann. So, Herr Jan Böhmermann, 35 Jahre. Hat das große Glück, beim ZDF untergekommen zu sein. Ja? Für mich persönlich war Klaus-Jürgen Deuser 10-mal besser. Ja, ist halt so. Klaus-Jürgen Deuser, der hat eine tolle Sendung gemacht, hat auch 95, 96 die Idee aufgegriffen, macht immer noch Theater, man kann sich bei ihm immer noch ausbilden und weiterbilden lassen. Ist einfach nur eine tolle Geschichte, was er da macht.
ja, Klaus Jürgen Deuser. Er hat leider Night Café abgegeben, Night Wash. Leider, die geben ja alle ab. So, sind nämlich alle irgendwie nicht mit dem Herzblut dabei. Im Vordergrund steht immer erst Geld. Wir wollen Geld machen. So, das ist ein Fehler. Ja, das ist ein Riesenfehler. Ihr müsst nicht Geld machen, ihr müsst es machen. Wenn ihr unbedingt mit der Kamera arbeiten möchtet, dann arbeitet bitte mit der Kamera. Und egal, was dabei herauskommt. Die Arbeit ist wichtig, ja. Der Spaß ist wichtig. Und alles andere zählt nicht. Macht bitte keine Videoclips, indem ihr nur Geld machen wollt. Das zerstört irgendwie alles. Ist aber eure Sache, ihr seid die Haifische, nicht ich. Ich habe mit Haifischen nichts zu tun. Noch funktioniert meine Panzerplatte, meine durchsichtige Panzerplatte funktioniert noch. Die Haifische stoßen davor. Ich habe natürlich hin und wieder auch schon mal Bedenken, dass meine durchsichtige Panzerplatte bricht, weil zu viele Haie dann doch dort anstoßen. Ja. So, also wie gesagt, guckt oder guckt nicht. Die Ich-Sachen mache ich ja zwischendurch auch. Das war mal wieder so ein Ich-Video von eurem Medienkanzler, der hauptberuflich seinem Beruf nachgeht. Satire Wars als Karl Loren, Mahlzeit, Grüße, ich helfe. Na, Kat. Hallo. Ich gehe, wie gesagt, meinen Beruf nach als Videojournalist und ich helfe natürlich auch, das habe ich ja gesagt. Na? Trish Galore, Patricia Gruber, eine Buchautorin, die drei Bücher geschrieben hat, stelle ich auch oder habe ich schon zwischendurch vorgestellt. Ich habe mich natürlich auch beim Ehring bedankt, extra drei, denn er hat ja damit angefangen. Ne? Mit dem Lied, das will ich jetzt nicht nach und so weiter. Ja, mir ist nur aufgefallen, dass der Krach Dönermann gegen Böhmermann mittlerweile schwere Kreise zieht und ich wieder einhängen muss. Also hier, einer macht nämlich demnächst mit. Das ist dann der Captain, ne? Der Captain Pasma. Ne? Captain Pasma wird dann auch mitmachen. Ich als Kylo Ren hier werde natürlich dann nicht darüber sprechen, sondern ich werde, das habe ich gerade weggemacht, weil ich ja gerade zum Kunden musste, Star Wars Rebels. Ne? Wir sind dann die Star Wars Rebels. Wir werden das dann so richtig durchziehen. Wer das ist, braucht er nicht wissen, aber macht mit, ganz kräftig. Ich habe meine Maske jetzt, oh ja, meine Maske, ne, mache ich nicht, sonst kommt gerade ein Kunde rein, dann ist die Sache dann da wieder, ne? Also die Maske habe ich dann auf, ne? Die Maske da, komplette Kluft etc. Und dann machen wir das so, dann ist das Ding zu Ende. Wie gesagt, heute war so viel los, Helge Schneider und dann die diversen anderen, dann der Dönermann gegen den Böhmermann und all solche Sachen. Ja, wie gesagt, macht, tut, redet nicht, macht es. Und wenn ihr es gemacht habt, ist okay. Der eine mag es, der andere mag es nicht. So, das war euer Movie heute. Ja, und tschüss.